Es sollte schon erkennbare Cassis-Aromen, Mango, Maracuja haben, aber auch eine ausgewogene Frische und Balance zwischen Säure und Restsüße. Und wenn er natürlich noch ein bisschen mehr Dichte und Körper und Struktur damit bringt, dann ist eigentlich so das i-Tüpfelchen. Ich glaube, dass es ein gutes Scheurebejahr ist. Die Frucht ist verhalten, es ist keine laute Frucht, aber es ist eine elegante Frucht. Ich persönlich war positiv überrascht, weil ich hätte weniger Aroma erwartet. Ich glaube, dass die 18er Weine richtig gut sind. Sie sind noch ein bisschen verhalten in der Frucht und auch noch zu frisch. Der Kunde greift zur Scheu, weil er da eine Aromatik hat, die er woanders so nicht findet. Das ist eine schöne Sortimentsabrundung, um eben auch mal eine deutsche Rebsorte zu bieten, die eben nicht Burgunder und nicht Riesling und auch nicht Müller-Thurgau ist. Da, wo der Sauvignon diese Paprika und diese Brennnessel hat und sehr grün ist, da hat die Scheurebe eben die Stachelbeere, hat die schöne, frische Frucht. Also eigentlich ist ja im LEH die Scheurebe führt ja eher ein Nischendasein. Mhm. Ist ja jetzt nicht besonders groß verbreitet. Vor ein paar Jahren, da ich ja selbst im LEH tätig bin, waren wir die Ersten, die im Discount eine Scheurebe angeboten haben. Ich habe mich sehr gefreut, weil wir damit alleine waren. Und es war so die Idee, sich damit abzugrenzen. Ein Jahr später hatten die anderen Discounter auch Scheureben. Und daran kann man schon sehen, dass sie wieder mehr in den Fokus des Verbrauchers rückt. Ich glaube, dass die Scheurebe als regionale Sorte in Rheinhessen, in Franken, in der Pfalz wirklich eine tolle Sache ist. Mhm. Auch in der Nahe. Ich glaube, wir sollten da auch wirklich Wert drauf legen. Das ist eine Rebsorte mit großem Potenzial. Wir bei uns im Weingut erleben, dass sie im Ausland sehr erfolgreich ist. Scheu ist einfach spannend und unglaublich interessant für Leute. So wie ich die auch scheu lieben kann.